Und damit ein herzliches Willkommen hier zu dieser Folge. Und ihr seht jetzt hier schon im Hintergrund das Video. Ihr werdet bestimmt jetzt direkt gemerkt haben, was, warum redet der einfach so und nicht übers Video oder sonst wie. Das liegt daran, dass wir kleine technische Probleme hatten, was uns aber nicht weiter aufregen wird, weil wir heute ganz spannende Themen haben, ne Jan? Ja, natürlich, wie immer. Ja, genau. Und da könnt ihr euch auch schon vielleicht ein bisschen drauf freuen oder so. Ja, wir wollten unter anderem darüber reden, warum wir das jetzt so gemacht haben und weil da. Ja, und zum anderen wird es um einen, ja, ich sag, will mal sagen, um das, wir reden über das Finale, hier über dieses erste Kapitel bei Planet Coaster. Genau. Zum anderen haben wir so ein paar aktuellere Themen, nachrichtenmäßig, also eigentlich ganz nett. ja, aber mal schauen, wo genau wir da jetzt hinrudern und wohin nicht. Rudern. Nun gut. ja, auf jeden Fall ist es so, also ihr seht natürlich jetzt hier im Hintergrund, wie wir bauen, das Ganze halt ein bisschen laggy, das sind unsere technischen Probleme, die Frederik eben angesprochen hatte. und wir wollten euch das nicht antun, dass ihr da, was weiß ich, wie viele Folgen nur dieses Rumgelegge seht. Zwei. Deswegen ist das Ganze jetzt von, ich glaube, 2 Stunden auf 45 Minuten rund, also, ja, runtergezeitrafft. Gezeitrafft. ja, aber ich glaube, so ist es noch einigermaßen erträglich und, ja. Nun gut, jetzt in 17, ja, 18 Tagen? 18 Tagen. In 18 Tagen treffen wir drei uns, also Frederik, Oliver und ich, bei mir, machen eine kleine LAN-Party und werden das Ganze klein nutzen. Ja, hallo? Eine fette LAN-Party. Die wird episch, Alter. Legendär, sag Legendär. Ich da einfach nur. Wo war ich jetzt noch? Das wollte ich gerade sagen. Ach ja, genau. Und das nutzen wir dafür, um ja unser Finale für Planet Coaster quasi aufzunehmen. Wie das Ganze im Endeffekt abläuft, würde ich jetzt, glaube ich, noch nicht genauer erläutern, weil das soll ja dann noch irgendwo in gewissem Rahmen eine Überraschung sein. Aber man kann auf jeden Fall so viel sagen, Oliver wird der Unparteiische sein. Frederik und ich werden natürlich auch unsere Meinung zu den einzelnen, zu den beiden Maps quasi abgeben. Aber die wird vielleicht dann nicht ganz so gewertet. Möglicherweise. Ja, sagen wir so, Kritik und Diskussion darf sicherlich herrschen. Ich will wissen, was du von meiner Map denkst. Und ich denke, du wirst auch sicherlich wissen wollen, was ich von deiner Map denke, ne? Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Aber halt nicht so im Sinne von, ja, wenn du sagst, meinst du es extrem scheiße, meinst du es sowieso besser. Und ich sage, das wird es eh nicht geben, Jan. Ich werde dich vielleicht manchmal fragen, warum hast du das so gemacht? Aber das ist ja okay. Auch nicht direkt eine Kritik, das ist einfach nur, weil ich es gerne wissen möchte. Ja, und vielleicht, weil ich es anders gemacht hätte. Ja, das stimmt. Ja, möglicherweise haben wir sogar noch andere, ja, ich nenne sie mal Gäste dabei. die könnten ja auch noch ihre Meinung eventuell dazu abgeben. Genau. Und das Finale wird jetzt nicht im Sinne von, wir zeigen einfach mal den Park, also ihr seht dann nicht quasi nur den Park und wir reden da wieder drüber. Sondern es wird so ablaufen, dass man dann wirklich so Facecam, ein bisschen Reaktionsvideo macht. Ihr werdet schicke Cinematic Views bekommen von den Maps. Ja, also das als groben Rahmen, wie das dann im Endeffekt wirklich aussieht, seht ihr halt dann, wenn es soweit ist. Genau. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz coole Sache, eine spannende Sache, finde ich auf jeden Fall, weil ich habe nicht wirklich was von Jans Map bis jetzt gesehen und also wir haben halt immer darüber geredet, ist klar, ne? Wisst ihr auch in den Videos und so weiter. Ihr habt ja sogar noch mehr Einblick als wir. Ich will es dann halt einfach das Endprodukt sehen, weil, keine Ahnung, wir werden das natürlich halt auch so Cinematic dann halt, wie Jan schon gesagt hat, abdrehen. Und ich denke, das ist nochmal ein ganz anderer Eindruck, als welchen man jetzt einfach so vom Hören hört halt, ne? So. Keine Ahnung, wenn du sagst, ich baue da jetzt eine Bahn hin, was ist das für eine Bahn? Ja, und was wollte ich jetzt sagen? Ich habe schon wieder vergessen. Oh, mein Gedächtnis, ich merke schon, ich bin wahrscheinlich irgendwann ein Demenzpatient. Nicht nur du. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ja, sehr gut, Jan. Es wird, glaube ich, einfach ein cooler Tag,
ihr müsst vielleicht wissen, es wird über den Tag laufen, da wir das schon mal schon öfter, also wir hatten schon zwei LAN-Partys, ne? Ja, ich glaube. Einmal bei mir, einmal bei dir. Ja. Und wir haben es beides mal abends, nachts, morgens gemacht und Stimmt nicht mal. Wir hatten nur die eine, die erste, die wir bei mir gemacht haben, da haben wir erst um 6 Uhr angefangen und haben die ganze Nacht durchgezockt, wirklich bis morgens wieder 11 Uhr, nachdem dann die Sonne schon wieder aufgegangen war. Oh. Und das irgendwie ein bisschen Brainfuck war. Ja, das war nicht Brainfuck, Jan. Ich bin auf der Fahrt nach Hause, bin ich eingeschlafen und zwar im Sekundentakt, Alter. Ja, und ich bei mir habe erstmal noch ein bisschen gestaubsaugt in einem Halbschlaf und ein bisschen mein PC abgebaut und dann bin ich ins Bett gefallen und habe, keine Ahnung, erstmal ein paar Stündchen geschlafen. Ich auch, ne? Alter, ich bin wach geworden, dachte ich mir schon wieder nur so, scheiße, Alter, du bist viel zu spät, ne? Ja, ich habe eigentlich habe ich mir auch nur vorgenommen, höchstens, keine Ahnung, so ein Powernap. Ja, ja. Aber dann wurden da doch schon ein paar Stündchen draus. Alter, da wurden bestimmt 5-6 Stunden draus oder so. Ja. War schon wieder abends. Es ging ja auch, war ja auch heftig, Alter. Wir waren ja noch, keine Ahnung, also wann wurde ich dann abgeholt? 10 Uhr? 9 Uhr? Ein bisschen später, glaube ich. Ich glaube, es ist um 11 oder so. Ja, und wir waren von, ich glaube, ich war sogar den Tag davor dann richtig lange unterwegs. Ja, ich glaube, das war bestimmt 24 Stunden. Ja, mindestens. Also wirklich in der Nacht zwischendurch, da wurde mal wieder müde. Dann nach einer Zeit hat man die Müdigkeit wieder übergangen, dann wurde man wieder wach. Und irgendwann am nächsten Morgen, keine Ahnung, man hat nicht vernünftig gegessen, halt irgendwie, und dann habe ich Bauchschmerzen bekommen, dann ging es irgendwann nicht mehr so gut. Dann ich mir so, Alter. Aber ja, das war halt der Grund dafür, dass wir das beim zweiten Mal dann anders gemacht haben. Ja, aber so anders war das gar nicht. Wir haben früher angefangen. Du warst, glaube ich, um 1 da oder so vielleicht. Ich glaube sogar früh, ich glaube, ich war um 12 echt? Da. Ja. Aber wir haben ja trotzdem, keine Ahnung, bis 2, 3 Uhr haben wir gemacht, ne? Boah, das war die heißeste Nacht meines Lebens. Boah, das war echt. Das klingt jetzt da ekelhaft. Genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Nicht im erotischen Sinne oder so, weil Jan hat halt in meinem Zimmer mitgeschlafen. Aber Alter, das hat wahrscheinlich trotzdem dazu gewirkt, dass es nochmal wärmer war. Wärmer, ich habe nicht gesagt heißer, sondern wärmer. Aber, weißt du, hast du, ich weiß gar nicht mehr. Stimmt, ich hatte ja den Ventilator, ne? Ich hatte den besten Platz. Ja, der Ventilator hat genau auf dich gestrahlt, weißt du? Und ich hatte einfach nichts ab, beziehungsweise, der war, glaube ich, auch volle Pulle und dadurch war der halt auch laut und der hat eigentlich auch immer gereicht, volle Pulle. Es wurde einfach nicht kalt. Ja, ich habe geschwitzt wie sonst was. Ich lag, also man muss dazu sagen, Frederik lag da in seinem 1,40-Bett, so ganz bequem. Ich hatte eine tolle Luftmatratze, die dann noch unter dem Schreibtisch war, weil wir irgendwie keinen Platz hatten. Und direkt quasi über meinem Kopf stand der Ventilator und ich hatte die ganze Nacht halt einfach nur so ein... Du hast es auch irgendwann ausgemacht, ne? Ja, aber ich habe so ein Kollaps. Alter, dann bin ich gestorben, Junge. Dann bin ich echt gestorben. Aber die Sache ist halt, wenn man zu dritt, sein Bruder ist dann auch noch irgendwann mit dazu gekommen, als wir noch gespielt haben. Und wenn du dann 3 PCs da hast, 3 Personen, die dann halt upragen und so. Und Sommer, es war natürlich Sommer. Ja, ich habe einfach geschwitzt. Einfach die ganze Zeit so als würde ich die ganze Zeit so laufen, ey. Das war so übelst. Ja, also das war schon sehr anstrengend. Es war eine Grenzerfahrung. Ja, ich glaube, so kann man es auch nicht mehr gut. Leben am Limit. Und dieses Mal machen wir es halt wieder bei mir. Da haben wir glücklicherweise, eine Etage quasi bekommen von meinen Eltern. Nein. Wir haben die angemietet, wo wir volles Equipment einfahren können, wo wir volle Video-Equipment einfahren können. Und dann geht's richtig zur Sache. Ja, freut euch darauf. Wir haben extra ein Studio angemietet. Genau. Da fangen wir auf jeden Fall wieder morgens an, an einem Samstag. Ich weiß noch, Uhrzeit haben wir noch gar nicht festgesetzt, auf jeden Fall morgens irgendwann. Und, ja, 9 Uhr oder so, 10. Ja, keine Ahnung, sowas meine ich auch. Mit morgens meine ich jetzt nicht 8 Uhr oder sowas. Ja, gut. und dann halt, keine Ahnung, was weiß ich, 12, 1 wird irgendwie sowas wieder und dann gehen wir pennen und dann machen wir nochmal am Sonntag ein bisschen was. Keine Ahnung, wie lang, aber werden wir dann sehen. Sowas sollte man, also meine Sachen ist es halt kacke, wenn du wirklich deinen ganzen PC abbaust, Kabelei und Equipment mitnimmst, um dann dich nur für, keine Ahnung, bei der ersten LAN hatte mein Bruder Freunde da, die sind dann um 6 gekommen, sind um 2 Uhr oder so wieder gefahren und haben dafür ihren ganzen PC und alles abgebaut. Da denke ich mir, Alter, dafür brauchst du das nicht machen, ne? Ja, also lohnt sich das Ganze halt einfach nicht, also meiner Meinung nach zumindest. Ja, auf jeden Fall, das wird, glaube ich, ganz cool aussehen nachher, das Finale für euch, worauf es jetzt eigentlich die ganze Zeit hinauslief oder was wir die ganze Zeit sagen wollten. Eine Sache kann man vielleicht noch verraten,
es wurde jetzt nicht unbedingt extra dafür gekauft, aber ihr könnt dann auch endlich wirklich gute Videoaufnahmen von uns erwarten. Also ich meine jetzt die realen, nicht die auf dem PC oder sonst was. Ja, die werden definitiv besser sein, weil jetzt das nötige Equipment da ist. Und auch für die nächsten, ja, rund um Jan, richtig, richtig, genau die Wörter habe ich gesucht. Ja, da wird definitiv jetzt bessere Videoqualität zu erwarten sein. Ja, wer weiß, vielleicht sind wir auch nochmal zusammen irgendwann unterwegs oder so. Dann gibt es so Sachen, wo man vielleicht mal Einblicke geben kann oder wie auch immer. Ja, off-topic. 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 Genau. Ja, mal sehen, vielleicht gibt es da die Projekte auch irgendwann mal in naher Zukunft. Das werden wir aber dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, klar. Gut, ich glaube, dann haben wir das Thema soweit abgehandelt. gut. Ah, ich freue mich einfach mega. Ja, ich glaube, also wir müssen nochmal eine kleine Planung machen, ne? So ein bisschen organisieren, wann wir was machen. Also, weil ich das halt schon cool fände, damit wir euch auch dann natürlich dann sagen können, wann was ungefähr stattfinden wird. Genau, wir können eigentlich jetzt auch schon mal ein paar Infos noch raushauen. Fällt mir gerade ein, wo du sagst, für die Zuschauer-Infos. Wir haben nämlich geplant, an dem Abend auch mehrere Livestreams zu machen. Also mehrere oder einer, der was länger ist. Wie auch immer, wir haben zum Beispiel geplant, ein bisschen Formel 1 spielen zu... Ein bisschen. 100% Rennen natürlich. ja, da kann man wieder wahrscheinlich Oliver upragen hören und mich wahrscheinlich, wenn Frederik mich wieder rauskickt oder sowas. ich glaube, das was kann eine ganz lustige hab. Sache... Nein, hat er nie gemacht. Eine ganz lustige Sache wären... zum anderen wahrscheinlich möglicherweise Rainbow oder ein paar Runden Rocket League. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal ein bisschen up to date. Nee. Also ein bisschen eure Abo-Box zu belagern. Und dann werdet, oder ich denke mal, wir werden es auch im Laufe des Abends irgendwie ankündigen, dass es um die und die Uhrzeit dann Livestream starten wird. Also einfach mal zwischendurch ein bisschen eure Abo-Box checken. Dann wisst ihr, wann wir... Haben wir schon gesagt, wann? Nee, haben wir noch gar nicht. Stimmt. 17. 18. Genau, 17. Das könnt ihr euch, 18. Genau, da könnt ihr euch schon mal alle in die Kalender eintragen, wie wild, und dann geht das klar. Ja, dann sehen wir und hören wir uns an diesem 17. 18., sofern meine Internetleitung das mitmacht. Die hat jetzt super gut funktioniert. Die hat jetzt erst ein Upgrade erfahren, also rein theoretisch dürfte das Ganze klappen, hoffentlich. Tests bisher waren passabel, waren gut. Also bin ich da mal guter Dinge. Könnte natürlich problematisch werden, wenn man dann zu... Wie viele sind wir? Wir haben es ja auch schon. Vor deiner jetzigen Upgrade haben wir es ja auch schon gemacht, Jan. Nicht mit mir. Und es lief ja. Doch. Nein. Natürlich waren wir doch schon mit vielen Leuten. Ja, ja. Ach so, der Livestream, ja. Ja. Ja, aber egal. Werden wir ja sehen dann. Ich denke aber, das dürfte klappen. Ja, ja. Wenn nicht, ist es schade, dann nehmen wir halt einfach nur ein bisschen auf oder wie auch immer. Das wird klappen, Jan. Ja. Nun gut, apropos neues Equipment oder besseres Equipment, ihr habt ja mein Unboxing vermutlich gesehen oder das kleinere Ranking-Video der Let's Play-Mikrofone oder für Mikrofone für Podcasts. Ihr habt vermutlich auch in Planet Coaster oder ähnliches gemerkt, jetzt in den Folgen davor, dass man meine Tastatur was hört, dass man so Erschütterungen mitbekommt. Das Ganze dürfte sich jetzt auch gelegt haben, denn jetzt ist auch mein... Ja, Schreibtischstativ nennt man das so? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall diesen Mikrofonarm, ist angekommen, zuzüglich mein Popschutz und die Spinne, Mikrofonspinne für mein Yeti. Für dein Yeti. Ja. Also dahingehend dürfte jetzt auch die Soundqualität dann bei mir jetzt wieder noch ein Ticken besser sein, weil man hat schon gemerkt, nur mit diesem Schreibtischständer ist es dann doch schon ziemlich markant laut, was dann schon durchaus stören kann. Oder mich halt gestört hat. Ja, es ist halt dieses Unterdruckgeräusch halt die ganze Zeit. Weißt du, dieses, wie früher bei den schlechten Mikrofonen, wo dann halt die ganze Zeit so ein ekelhaftes Geräusch kommt. So ein dunkles halt. Ja. Gut. So viel dazu. Jetzt habe ich heute, das war gestern, da habe ich gelesen, das war glaube ich auf Facebook so eine Meldung von einem Magazin, dass eine
Erstligisten-Fußballmannschaft. Ich weiß, Fredericks ist nicht Fredericks Lieblingsthema, aber ich finde das sehr interessant, da kann man auch gut drüber sprechen. Da ist eine Erstligisten-Fußballmannschaft, die wollte zum Finale, ich glaube nach Nord. Nee, in. Moment, wohin wollten die? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollten die zu ihrem Finalstandort fliegen. Haben sie auch gemacht, leider auf halbem Wege verkackt. Nein. Verkackt. Es ist auf jeden Fall so, dass es das ist eine Mannschaft, die war, es war eigentlich nicht abzusehen, dass die ins Finale kommt. Heißt also eher so eine Außenseitermannschaft, aber halt in der ersten Liga. Und ja, die haben es auf jeden Fall geschafft und wollten halt dann gestern zu ihrem Finalstandort fliegen. Auf halbem Wege ist dann diese Maschine abgestürzt. Zu dem Zeitpunkt gestern gab es wohl Hinweise darauf, dass die Bordelektronik versagt hat. Zufällig? Bestimmt, wahrscheinlich, bestimmt nicht sabotiert, nein. Heute gab es dann auf jeden Fall andere Infos, wo dann sagen, es war nicht genug Treibstoff im Tank. Ja, ist dann auch wieder ein bisschen fragwürdig, wobei heutzutage ja auch viele Fluglinien sagen, ja, wir tanken so wenig wie möglich, ne, Kosten hier und Kosten da. Wobei ich finde, das ist eine Sache der Mentalität, nee, nicht Mentalität hier von Menschlichkeit? Nee, erzähl mir mal das Was Wort, was ich suche. möchtest du? Es ist nicht gerade menschlich, wenn man sagt, ja, wir tanken gerade mal so viel wie möglich. Es geht ja nicht um Menschenleben oder sowas, ne? Jan, darum geht's ja auch nicht. Es geht um Geld. Ja, eben, aber das ist, ich finde es halt heftig, dass man sowas über Menschenleben stellt. Also den Menschen ein Risiko aussetzt, was eigentlich nicht unbedingt nötig ist. So. Ja, also ich meine, man kann halt die Fluglinien nachvollziehen, man muss Geld sparen, hier und da, überall, an allen Ecken, aber ich finde es halt nicht gerade die Lösung, die man suchen sollte oder an welchen Ecken man sparen sollte. Und zum anderen, gerade jetzt halt bei diesem Fußballern, wenn man überlegt, dass rein theoretisch war das für den Verein ein Riesenwert, der da, ja, was nimmt man jetzt für ein richtiges Wort, verloren gegangen ist. Ja, was würde ich jetzt als Vorstand machen? Du hast quasi dein ganzes Kapital oder dein Vermögen rein theoretisch verloren, auch so blöd es auch klingt, jetzt mal Die aus sind der pleite, Sicht. Jan. Die sind Ja, pleite, ganz was einfach. machst du da? Ja, machst du nix, bist du pleite, ganz Ja. einfach. Also ich finde das heftig. Also ich meine, es ist Ja. schlimm genug, dass so viele Menschen jetzt Alter, gestorben sind, egal ob ja, Fußballer oder richtig, nicht. richtig. Du gehst gerade nämlich wieder auf die, den Verlust des Geldes ein und nicht mehr auf die Leute. Weil, Ja. was interessiert den Vorstand? Die Menschen. Nein, die interessiert der Verein, mehr nicht. Ja. Also ich finde es, also aus beiden Seiten finde ich es halt irgendwie heftig. Ich meine, es sind wieder einige Menschen gestorben. Ich glaube, es haben 5 überlebt. Wie das denn, Alter? Ich weiß es nicht. Also es war wohl irgendwie, das war auf einem Berg irgendwie. Da ist sie wohl abgestürzt. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe wieder vergessen die Zahl, wie viele Insassen da waren. Auf jeden Fall haben 5 wohl überlebt. Aber ich finde es halt heftig. Also zum einen halt natürlich, dass Menschen gestorben sind, zum anderen halt, dass so ein Verein quasi jetzt so mal eben nicht mehr existieren kann, so wirklich. Und zum anderen finde ich es halt extrem schade, weil es eben ein Außenseiter war, der da ins Finale gekommen ist, ganz überraschenderweise. Ob da jetzt irgendwas dran gedreht wurde oder nicht, oder ob das halt wirklich irgendwie nur technisches Versagen war, ja, stelle ich mir halt auch irgendwo die Frage, ne? Wenn ich so ein Verein bin, der jetzt gerade mal so richtig am Aufstreben ist, was für eine Fluglinie nehme ich dann, dass da so eine Scheiße passiert, ne? Ja. Wobei man natürlich auch da wieder sagen muss, welche Maschine ist da von uns, von der deutschen Fluglinie? War das Germanwings, die da Mit was auch sehe ich? abgestürzt ist? Damit kenne ich mich nicht aus. Ja, auf jeden Fall ist es irgendwo eine Sache, die ich ziemlich heftig fand jetzt so gestern. Der Rest ist ja schon ausgelutscht. Trump hier, Trump da. Was will er hier durchsetzen, was will er da durchsetzen? Das ist schon. Ja. Auf jeden Fall. Freue ich mich tierisch auf die LAN-Party, um mal wieder ein schönes Thema Ach so, anzusprechen. ach so. Ja. Und dann sind wir jetzt gleich auch schon, glaube ich, am Ende der ersten Episode. Dann haben wir das eigentlich ganz gut gefüllt bekommen. Also, ich habe jetzt gedacht, es könnte vielleicht knapp werden von dem, was wir jetzt so bereden Ach wollten. Quatsch. Aber da sind wir doch ganz gut durchgekommen, muss ich sagen. Bin Finde ich ich auch. zufrieden. Das heißt, wir sehen uns, also dich und mich und Jan, sehen wir gleich sofort wieder, beziehungsweise wenn du wieder einschalten willst.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.